So, einen schönen guten Abend, Leute. Willkommen bei Montags-Let's Play Mountain Blade 2 Bannerlord. Wo ist jetzt das Game abgeblieben? Ich habe es gerade eben eingefügt. Warum ist denn das nicht mehr zu sehen? Nochmal wechseln. Warum sieht man das jetzt nicht? Gerade eben hatte ich es noch drin. Ja, da haben wir es doch. Also, ja. Willkommen zum Montags-Let's Play. Ich habe zwischendurch mal wieder ein bisschen meinen anderen Spielstand weitergespielt. Aber gehen wir zurück zu Balian. Darum geht's ja. So, letztes Mal gab es auch wieder große Schlachten. Zeitweise ein Mehrfrontenkrieg. Da ging es schon mächtig zur Sache. Ah, der Ton da. Wir kommen genau zum richtigen Moment. So. Das hatten wir Omor, hatten wir erobert, jetzt wird Burg Mazadan wieder belagert. Truppen sind alle soweit entwickelt. Dann reiten wir mal wieder Richtung Burg Mazadan. So, da ist schon eine Armee unterwegs. Ja, die werden wir auch besiegen. Wobei ich schließe mich der Armee nicht an. Sonst kann ich sie nicht befehligen. Was ist, wenn ich jetzt... Die glaube ich zu weit weg. Sind die nah genug dran oder was ist mit denen? Notfalls probiere ich es alleine. Ich kriege ja, glaube ich, die Besatzung der Burg auch noch als Unterstützung, wenn ich da jetzt eingreife. So. Ich habe ja schon relativ gute Truppen, ne? Also ich habe ja sehr viele Elite-Truppen. Ja, komm, ich versuche das halt notfalls alleine, wenn die mir nicht helfen wollen hier. Ne? Also, sie sind doch mit dabei. 1175. Da können wir eigentlich schon die Truppen senden. Müssen wir gar nicht aktiv mitkämpfen. Dann senden wir die Truppen. Ja, wir haben nicht mehr Truppen verloren. Genauso viel wie vorher. So, was haben wir hier? Wulgenträger, Spießträger. So, erstmal. Jetzt können wir noch ein paar Truppen austauschen. So. Wen wechseln wir denn da aus? Ich habe nur Stufe. Die schlechtesten sind Stufe 30 gerade. Das reicht eigentlich schon zum Austauschen. Ja. So, Belagerung aufgelöst. Jetzt wird Burg Off wieder belagert, wieder nach oben. Krieg gegen die Sturgier. Oder Sturgianer. Also wie gesagt, das südliche Imperium müssen wir nicht ernst nehmen, die Batanier eigentlich auch nicht, aber die Sturgianer, die haben schon noch ein bisschen was an Truppen. Laschonek.
Lage der allein in die Burg oder wie? Ah, die hat lange nicht gesehen. Sein Vater. Na, hauen wir den halt kurz weg. So. Wie gesagt, bei so kleinen Truppen da, so, wenn der Gegner nicht mehr 100 Mann hat, da schicken wir die Truppen, benutzen wir immer die Funktion Truppen senden. Es lohnt sich dann nicht extra da die Armee aufzustellen. Dann gewinnen wir, da gewinnen wir sowieso. Oder ich gewinne. Noch zwei hier raus, so. Gut. Wird die Burg schon nicht mehr belagert? Wir müssen uns ja hier festsetzen. Das ist natürlich jetzt auch praktisch, ne? Jetzt kann man natürlich auch seine Gefangenen immer. Da kann man die Gefangenen jetzt auch immer schön hier in Oma abgeben. Hier so eine Söldnerkavallerie mit und dann hier noch ein paar. Ein paar Sturgianer. So. Bock auf jetzt schon wieder belagert? Ja, tatsächlich von Oleg. Das ist doch irgendwie, ne? Wieder weghauen. Bisschen Truppen dazu holen. So, dann schauen wir mal. Da wird schon die nächste Burg im hohen Norden belagert. Also nicht gegen uns, sondern von uns. Burg Takor. Oh, da schließe ich mich doch mal an. Wechseln. Ah, ich habe noch die den Bogen und die Pfeile. Ach, die muss ich mal nachher wechseln. Wieder auf Hieb- und Stichwaffen wechseln. Ja. Ich speichere mal kurz ab. Nochmal. Habe ich gerade zweimal, ne? Das ist egal. So. Dann greifen wir da mal an. Die nächste Burg für die Vlandia. So, Bowman. Ja, machen wir automatische Aufteilung. So hat er wenigstens Belagerungswaffen aufgestellt. Es gibt einen Turm, aber ich sehe keinen Rambock. Zwei Türme sehe ich. Rambock sehe ich keinen.
Doch, da unten. Ah, da unten ist er. So wie eine schöne Karte, diesmal schön Wald befreit. Das ist auch viel realistischer, weil früher hat man die Umgebung einer Burg meistens abgeholzt, damit man den Feind besser sehen, erkennen kann. So, wenn um die Burg gab es eigentlich so direkt drumherum die Wald, hätte sich der Feind viel besser verstecken können. Ah, hier haben wir ein bisschen Auflösungsprobleme gehabt. Wow, aber das ist hier natürlich mega gefährlich, ne? Hier direkt da ins Tor rein. Da kann man halt wirklich sehr gut attackiert werden. Alter. Jetzt habe ich einen wenigstens getroffen. Eieiei. Wir haben leider keine Wurfmaschine. Doch, wir haben hier zumindest eine Balliste. Aber wir haben kein Katapult oder so ein richtiges. Ja, wir haben ja schon reichlich Truppen. Ich denke, wir müssen das irgendwie hinkriegen. Oh, jetzt kommen die schon mal alle da nach vorne. Weiß ich, schließe ich mich da drüben an oder gleich hier vorne? Also ich glaube, für die rechte Seite hier wird es schwieriger als für die linke. Weil hier wird man mehr von der Seite noch attackiert. Kommen die durch? Das ist die Frage. Ich behalte jetzt mal noch die drei Pfeile, die ich noch habe. Stellen wir mal das Pferd irgendwo hinter einer Wand ab. Gefährlich. Wow. Kommen die überhaupt durch? Ah, jawohl, den hab ich genau richtig erwischt. Pika Schildwahl hier.
Boah. Ah, die drücken immer nach hier. Einerseits auch gut. Auf jeden Fall sind sie schon mal auf der Mauer. So. Problem ist, hier wird man mega mit den Pfeilen attackiert. Oh, die Chance nutze ich hier mal durchzukommen. Ich muss unbedingt diese Bogenschützen da. Ich habe jetzt auch mal gelernt, ein bisschen mehr zuzutreten und mit dem Schild zu schlagen. Da muss ich jetzt Aski danken, dass er mich neulich hier online mal eingeladen hat. Dadurch habe ich natürlich meine Kampfskills einen Tick verbessert, also meine persönlichen. Also, wo kriege ich denn hier Pfeile? Da ist doch irgendwo ein Sack. Da, hier. Auch mehr Pfeile. Na, so geht's nicht. Oh, fuck. Ja. Mit dem Tritt kann man die sogar umbringen. Belagerung macht gerade mega Spaß. Also diese Erstürmung. Naja, jetzt gehört uns wenigstens die Mauer. Oh, die da unten da. Fuck. Ich muss hier irgendwie durch.
Boah. Schnell in Sicherheit bringen. Balla. Okay, jetzt haben wir es aber. Das war jetzt echt eine interessante Belagerung. Das ist eigentlich eine ziemlich gute Burg hier. Die gefällt mir. In die Festung zurückgezogen. Aber da kämpfe ich jetzt nicht mehr, ich bin so angeschlagen. Senden. So. Die Burg gehört uns. Jawohl. Ich habe nicht mal einen Mann verloren. Wie krass. So, Charakter. Ach, schon wieder was für mich, für die Athletik. Gestützt verringert den durch Sturmangriff erlittenen Schaden 50% oder Wuchtschlag erhöht euren Bonus auf Geschwindigkeitsschaden mit 30%, wenn ihr zu Fuß unterwegs seid. Also gestützt Fußtruppen in eurer Formation allein 50% weniger Schaden durch Sturmangriffe oder... Naja, ich kämpfe ja meistens zum Pferd bei einem Belag. Ich nehme den Wuchtschlag. Das war jetzt gerade echt eine schwere Entscheidung, aber ich nehme den Wuchtschlag. Weil ich bin jetzt schon ein bisschen offensiver. Zumindest in der Schlacht. Jetzt haben wir schon Burg Takor. Erledigen wir die Sturgianer noch im hohen Norden. So, Truppen haben wir noch alle, brauchen wir gar keine zusätzlichen holen. Jetzt überhaupt mit den Sturgianern aus. Sie haben nur noch 4530. Wir haben weitaus mehr. Oh, da findet eine große Schlacht statt und da könnte ich helfen. Ich warte ja nur darauf, dass sie die jetzt angreifen. Ich versuche mich mal nur am Rande aufzuhalten, bis sie sich einmischen wollen. Ich warte mal hier extra auf der anderen Seite der Stadt, bis sie sich einmischen, dann gehe ich da auch rein. Aha. Kann ich jetzt nur hier warten, ne? Aha, okay. Jetzt sind sie reingegangen. Jetzt stoße ich mit dazu. Jetzt haben wir etwa Gleichstand. Wir haben etwas mehr Truppen, aber jetzt kann ich die befehligen. Aber ich muss auch die Waffen wechseln. Aber wir könnten sie besiegen. So, wo ist denn meine Ritterlanze, die ich mal benutzt habe? Das war diese hier, glaube ich, die ich jetzt letzt hatte. Ne, Duschnik-Lanze. Ne, das war die hier, die verstärkte, der verstärkte Hochlandspeer. Der ist über 2 Meter lang. Lanze einlegbar. So, und dann noch diesen Zweihänder. Da, diese Waffe hier, mein
Ist so ein A2-Handschwert, das ist wie so eine Sichel. Ich speichere das auch mal ab. Oh fuck, ich habe vorhin. Scheiße, ich habe vorhin meinen normalen Spielstand überspeichert, fällt mir gerade auf. Fuck. Oh nee. Ich habe immer noch das Safe Auto, habe ich noch, aber. Fällt mir gerade auf, ich habe vorhin meinen normalen Spielstand von den ich noch, den ich nicht streame, den habe ich überspeichert. War glaube ich nicht so viel, aber trotzdem doof. Wobei ich sowieso da auch mal wieder neu anfangen wollte, weil die Bruder meines erstellten Chars, den ich ja inzwischen auch als König da spielen muss, da bin ich auch schon im Jahr 1160 oder so. Der ist einfach schon 103 Jahre alt und stirbt nicht. So, das ist irgendein Bug. Irgendein Bug. Ich weiß nicht. Wäre sowieso besser, ich da nochmal neu anfange, weil ich schätze mal, nach den letzten Updates wird das wahrscheinlich nicht nochmal passieren, dass die so altern können. So, ich habe wieder tonnenweise viele Kavallerie. Das sieht wirklich wieder aus hier, wie bei den Rohirrim. Vor allem, das sind ja alles fast Elite-Einheiten hier. Flandrische Bannerritter. Wo man guckt. Das sind, glaube ich, schon Teil meine. Ne, das sind noch die Vasallen. Flandrische Vorhut. Eigentlich bleibt uns doch nichts anderes übrig, als die Initiative zu ergreifen und hier uns direkt aufzustellen. Die haben berittene Bogenschützen. Aber wir müssen eigentlich einen Sturmangriff wagen. Jetzt einfach mal direkt auf die zureiten. Direkt aufs Zentrum. Sieht sie bisher aus. Ah, die haben mehr getötet als wir. Die müssen wir aber noch gut aufholen. Gehen ja voll ab. Was haben denn meine Vasallen wieder für billige Truppen, warum die alle so wegsterben? Da sollte ich auf jeden Fall aktiv mitkämpfen in der Schlacht. Nach wie vor. So, hat sich ein bisschen ausgeglichen? Noch nicht. Vor allem, die haben etwas mehr Männer als wir. Also wir müssen auf jeden Fall mindestens genauso viel töten wie die.
kann nur hoffen, dass der Fakt, dass ich relativ gute Truppen habe, dass das sich am Ende noch auszahlt. Ich sollte vielleicht mal meine Lanzenangriffe hier verbessern. Doch nicht. Manchen erwische ich hier. Ja, die konnte ich aber gut da klein machen gerade. Fuck. Nicht erwischt gerade. Schön durch die kompletten Reihen da. So, jetzt muss ich gleich mal gucken, wie sich das jetzt entwickelt hat. Ich gehe mal etwas weiter nach hinten, gönnen wir mal eine kurze Pause. Und wir haben aufgeholt. Immerhin. Aber wir müssen überholen. Ich muss überholen hier. Kaum reite hier gerade auf dem Schlachtfeld. Hast nur Fußtruppen, boah. Dezimieren die uns aber gerade wieder hier. Gibt's doch nicht. Die tatsächlich den Angriff geblockt. Hä? Das gibt's doch nicht. Kommt doch direkt von hinten. Diese scheiß Schilde von denen.
aber wir haben trotzdem einige Truppen gerade. Gut, save the prince. God save the prince vielleicht. Ah, die haben die Vorsprung gerade wieder etwas ausgebaut gehabt. Sehr muss ich die Reihen denn noch ausdünnen hier. Meine rechte Seite ist schon blutig. Ich glaube, jetzt haben wir eine kleine Offensivphase. Ah, fuck. Jetzt haben sie auch irgendwie billigere Truppen, sehe ich gerade. Fuck. Der fehlt wieder. Oh Gott, du dämlicher Querreiter! Wie sieht's aus? Oh, wir haben die überholt. Wie geil. Also dann gewinnen wir die Schlacht noch. Der König wird für diesen Sieg verantwortlich sein. Einmal durchs Schlachtfeld durch hier. Ja, aber die Truppenqualität hat deutlich nachgelassen jetzt beim Gegner. Das sind ja nur noch so Rekruten oder so, was ich da gerade gesehen. Jetzt sieht es langsam fast nach einem klaren Sieg aus. So, die sind schon in der Fluchtbewegung. Alter, ich weiß gar nicht wissen, wie viel ich schon getötet habe. Eieieiei. Boah, am Ende haben wir den Vorsprung aber mega ausgebaut. Wie viel habe ich getötet? Das will ich jetzt mal wissen. Nein, eigentlich ja nicht. Das war ja wirklich brutal, aber naja. Also, ich persönlich habe 77. 77 habe ich ja weggehauen. War ich nur noch eine blutige Fresse, glaube ich. Ja. 32% der Beute, ja, das steht mir aber auch wirklich zu.
Ja, gerade noch richtig gekommen, Balian. So, werden alle meine Gefangenen. Ich habe persönlich gar nicht mehr so viele Verluste. 20 Mann oder so, oder etwas mehr. So, Hippenträger, sind wir wieder Wulgenträger. Ein Wulgenträger. Jetzt muss ich Gefangene aussortieren, so viel kann ich nicht mitnehmen. So, ich bin ja schon vorsortiert. Die Belagerung wird jetzt wahrscheinlich aufgeben. Bringt halt nichts mehr, die Belagerung aufrechtzuerhalten, aber trotzdem haben wir dem Feind eine empfindliche Niederlage zugefügt. Ich muss jetzt erstmal neue Truppen holen. Da ich jetzt mehr als 10 brauche, hole ich mir jetzt wieder flandrische Truppen. Jetzt geben wir erstmal hier die Gefangenen ab. Und dann holen wir uns flandrische Truppen. Mir selber ein paar sturgische Truppen. Ach, Warche gehört jetzt im südlichen Imperium. Was denn das für ein Wichser? Nimmt sich da einfach im hohen Norden so eine Stadt. Unfassbar. Weil die gegen uns rebelliert haben, also die Besitzer der Stadt. Dann fliege ich kurz so weg. Sollte mal wieder dran denken, den einen anderen auf meine Seite zu ziehen. Ich glaube, Varega gönnt da auch den Sturgeon an, glaube ich. Ich ordne dem mal den Sturgeon zu. Ich bin mir nicht mehr sicher. Steht da sicherlich dran, als was er sich da theoretisch weiterentwickelt. Varega Veteran. Ich weiß es nicht mehr genau. Brigand. Das Warig, das ist doch mein Bruder eigentlich jetzt. Ja. Erkennt man jetzt ein bisschen an deinem Rüstungsstil. Schon wieder die Aserei. Geben aber auch echt nie Ruhe. Die Aserei hat uns wieder den Krieg erklärt. Mal wieder. Jetzt müssen
müssen wir mit den Sturgiern wahrscheinlich gleich Frieden schließen. Werden die Aserei wahrscheinlich wieder Sargot angreifen oder Burg Traktore. So, Truppen gesammelt. Ja, da gehe ich erst gar nicht nach Norden, sondern versucht mal den Süden ein bisschen zu sichern. So, noch haben wir Burg Takor und das, was wir da erobert haben. Reville und Burg Ustokol bräuchten wir noch dringend, mit der Westen auf jeden Fall auch erobert ist. Wie sieht's denn hier aus? Das nördliche Imperium hat hier Gebiete erobert. Eieiei, und die Aserei ist hier ziemlich im Osten aktiv gewesen. Und die Aserei hat wieder sehr viele Truppen. Haben wir noch ein paar Gefangene? Nein, nicht warten. Ich will hier nicht warten. Kann ich eigentlich noch einen Gefährte wieder aufnehmen? Nee, immer noch 8 von 8. Ich glaube, erst ab Rang, Clan Rang 6. Höher geht es dann, glaube ich, auch nicht mehr. Ich reite jetzt auf jeden Fall mal Richtung Sargot. Warreger Veteran. Ich glaube, das sind Sturgianer. Bin mir einfach nicht mehr sicher. Was wird denn der als nächste Stufe? Ah, Sturgianischer Durchschnitt, also gut. Dann ordnen wir den natürlich den Sturgianern zu. Ich kann jetzt noch einen zusätzlichen Mann mit dazu nehmen. Hier Sargot sollte auch mal ausgebaut werden. Das ist immer noch komplett aus Holz.
Auch merkt man nichts von den Aserei, aber die doch sie plündern. Jetzt haben sie, belagern sie Burg Traktore. Na toll. Wie sieht's denn aus mit meinem Clan-Einfluss? Ja, ich bin über 800 Punkte vor der Merrok, also da kann ich es mir auch leisten, Armee aufzustellen. Ich will nicht, dass wir schon wieder diese Burg hier verlieren. Mal schauen, ob die so schnell kommen. Wahrscheinlich müssen die ganzen Weg vom hohen Norden darunter. Oh Gott, jetzt wird die Burg schon gestürmt. Oh, Alari kommt. Und Ira. Immerhin etwas, aber es reicht nicht aus. Ein Gunde. Aha. Jetzt haben sie die, ach, jetzt haben sie die Burg. Egal, die holen wir uns gleich wieder. Warten wir mal, bis sie rauskommen. Aha, jetzt jagen sie uns. Das ist gut, jagt uns ruhig. Ja, macht das ruhig mal. Wir haben Zeit. Ein bisschen. Da Runetsch kommt. So, jetzt sind wir schon 1020 Mann. So, mit den Chorganern haben wir auch Frieden. Ich die Armee nochmal etwas verbessern, ja. Sonst wird nichts belagert, nee. So, ich brauche nur noch ein, zwei Vasallen. Da kommt Peric. Jetzt sind wir schon 1100. Haha. Jetzt sind wir mehr. So, Adalindis kommen auch noch her. Jetzt jagen wir. Wahrscheinlich wollen sie jetzt Sagrut belagern, ja. Hehehehe. Na komm. Jetzt. Jetzt müssen wir sie aber fordern. Eingeholt. Eine große Schlacht. Ich hatte gehofft, es würde nicht zu einem Kampf kommen, zumindest nicht heute. Ich werde mich nicht ergeben, also tut, was ihr tun müsst. Tja. Hoffen wir mal, dass wir diesmal etwas mehr Fußtruppen haben. Hoppala, ich will schon wieder falsch abspeichern. So, dann auf in die Schlacht. Ja, das sieht Infanterie schützenmäßig besser aus als davor. Weiß noch nicht, ob die angreifen, aber so
Stellen wir erstmal das Heer auf. Dass die angreifen.
Mein Gott. Die Schlacht hat erst so geordnet angefangen. Das Leben von uns noch genug im Feld. Doch drohen wir zu ersticken, wäre doch nur Ordnung herzustellen wäre. Der Teufel soll die Ordnung holen. Ich stürze mich wieder in den Kampf. Ins Gefecht. Bis zu meinem Lebenslängeende oder so ähnlich. Zitiere gerade. Der Film Heinrich der Fünfte von 1989. Ich stürze mich wieder ins Gefecht. Gegen die Schmach. Mit meines Lebenslänge, irgendwie sowas. Wir führen nur leicht an. Die haben schon ganz gute Soldaten teilweise wieder. So, wir haben den Vorsprung etwas ausgebaut, glaube ich. Diese Waffe hier, die ist einfach übel. Haben sie mir aber einen verpasst. Ich ziehe mich jetzt mal zurück. Und wenn da 5 Asse reinkommen mit einer Zweihand-Axt.
Kriegen die überhaupt noch neue Truppen? Ja, die kriegen noch Nachschub. Ich wollte mich hier eigentlich zurückziehen. Oh, die kommt noch mal nach vorne geprescht. Was sind denn unsere Männer gerade? Da kommen die. Oh, die haben noch mal ein bisschen aufgeholt. Und diese Kerntruppe da, die muss besiegt werden. Teilweise sind viele billige Truppen hier. Viele leichtbrüstete Batanier. Das sind alles meine. Sieht man ja an der Ritterlilie. So, jetzt haben wir es aber. Jetzt, wo nur noch drei Feinde übrig waren, der Feind flieht. Aha. Große Schlacht wieder.
So, ich muss ein paar Gefangene wieder entlassen. So. Mal wieder so eine Niederlage für die Aserei. Aber die werden wahrscheinlich auch wieder erholt zurückkommen. Oh, Kavallerie werden die Einheit ja sozusagen. Kavallerie. Gut war der Prinz, hat einen Fokuspunkt. Investieren wir mal ins Reiten, da haben wir hier noch einen Fokuspunkt bei Kulhan. Und bei der Athletik kann man was machen. So, neue Truppen dazu holen. Kaum noch Truppen da zum Rekrutieren. Alles leer rekrutiert. Wollen ja die Burg wieder zurückerobern. Wenn sich jetzt die Armee auflöst, ist trotzdem mir egal. Sind schon zwei andere Armeen im Anmarsch. Kaum Truppen zum Rekrutieren. Doch nicht. Gehen wir noch mal nach Sargot, vielleicht können wir in der Zwischenzeit wieder welche aufnehmen. Ja. Zwar nur billiger, aber es waren ja noch ein paar Karawanenwachen mit dabei.
So, der Belagerung schließe ich mich natürlich an. Und da können wir auch die Truppen senden. Imperialer Rekrut. So, können wir noch wieder zwei mit dazu nehmen. Ja, nehmen wir zwei imperiale Truppen mit. So, Burg Traktore kriegt wieder Ingalter. Wäre halt schön, wenn wir mal wieder in die Offensive kommen könnten. Razzana, die will sicherlich plündern. Sein R, Razzana. Rünig, mein Verwandter, Unkid, möge er lange leben. Okay. Ja, Truppen senden. Ich nehme gerade mal vier Tote. Imperialer. Ja, sind die nun mal genau imperiale Reiter einfach nur, oder? Nee. Schwerer Reiter, ja. Imperialer schwerer Reiter. So. Keiner Sieg hier. Wem sind wir jetzt alles im Krieg? Britannia, Aserei, südliches Imperium, ja, wie gesagt. Okay, der südliche konnte sich diese Stadt da oben holen. Warum auch immer. Und wir kamen, glaube ich, bisher noch nicht dazu, die zurückzuerobern. Eigentlich ein cleverer Schachzug. Das südliche Imperium hoch im Norden. Bisschen paradox. Ein bisschen paradox. Dann mache ich doch glatt mal mit bei der Belagerung. Aber ich befürchte, dass die gleich mit der großen Armee ankommen. Die Aserei. Aber Tubulis ist jetzt auch schon mehrmals. Hat ja mehrmals schon die Seiten gewechselt oder den Besitzer, sagen wir es mal so.
Ah, die wollen, dass wir angreifen. Ja, dann da kämpfen wir auch aktiv bei der Belagerung. So. Ich habe leider. Oh, ich hätte meine Waffen wechseln sollen. Scheiße, vergessen. Notfalls versuchen wir es mit der Armbrust, wenn irgendeiner der Leute da angeschossen wird. Schon ziemlich viele Elite-Einheiten hier. Das ist schon heftig, ne? Da stirbt flandrische Vorhut. Wir haben keinen Belagerungsturm. Das ist nicht so gut. So, brechen Sie jetzt das Tor auf. Der Rambock hat ja nicht viel abbekommen. So gut wie gar nichts. Auch noch Leitern auf oder versuchen die nur durch Tor zu kommen? Oh, nee, die sind nach außen.
Aha. Unbedingt hier gleich mal. Wow. Haben sie mir dann doch ziemlich einen verpasst. So, die Burg haben wir. Burg Turbulis ein weiteres Mal erobert. Na, die wird noch öfters ihren Besitzer wechseln. Jetzt muss man hier Truppenmanagement machen. Mein Gott, da muss ich ja schon wieder so viele Truppen hier austauschen. Oh. Meine Güte. Alle Stufe 2 Truppen raus. Da haben wir noch einen imperialen landischen Edelknecht.
Oh. Das kommt davon, wenn man so fast schon perfektionistisch guckt, dass man die besten Truppen hier mit drin hat. So, ich glaube, ich kann es jetzt dabei belassen, oder? Ja. Bessere Truppen hat es nicht mehr. Ne. Truppenmanagement. Management. So, Armee verlassen. Was war das? Verringert das Gewicht eurer Rüstung 15%, Fußtruppen von Rang 3 und aufwärts. Ja, Formation halten plus 4 Bewegungsgeschwindigkeit oder Zorn. Fuß wird eure Waffen Handhabung 10% verbessert. Ja, wir nehmen das Gewicht. So, wir haben mal wieder einen Fuß gesetzt. Ach nee, warte, jetzt bin ich dem da voll in die Arme gelaufen, den habe ich gar nicht gesehen. Jetzt habe ich den nicht gesehen. Fuck, jetzt habe ich gedacht, ich hätte da oben frei. Scheiße, brauche ich gar nicht kämpfen. Da habe ich keine Chance. Aber ich kann fliehen. Hehe. Ich konnte wenigstens fliehen. Ich komme da tatsächlich mit 2406 Mann. Runde sich Burg Duvel ist gleich wieder zurück. Aber wenigstens musste ich mich diesem Kampf nicht stellen. Gefangene habe ich jetzt auch nicht mehr so viel. 90 von 91. Na egal, wenigstens muss ich mich nicht freikaufen. Dann wird Burg Tubulis gleich wieder von den Aserai zurückerobert. Wie das immer so läuft. So, erstmal neue Truppen holen. Da muss ich aber jetzt erstmal rumreiten hier. Ich wenigstens noch genug Nahrung. Ja, Tag gibt es die Nahrung ausgeht 433. Das ist ja mal ordentlich. Naja, dadurch habe ich wieder ein höheres Verhältnis der Flandier an meinen Truppen. Was mein Truppenanteil angeht hier. Haben wir vorhin so schön aufwendig Truppenmanagement betrieben, war alles für den Arsch.
So, stimmt, die muss ich ja auch noch mal entwickeln. Ich habe 12 Bannerritter, 4 Recken, Vorhut. So, jetzt haben wir wenigstens ein gutes Truppenverhältnis. Kavallerie passt, Infanterie, ja, Fernkämpfer geht auch. Frieden mit den Bataniern schließen, ja, okay. Boah, jetzt wäre ich ihm fast wieder in die Arme gelaufen. Jetzt kommt die mit 2176 Mann. Was habe ich denn noch an Einflusspunkten? Ja, nur noch 400 mehr als der Marok. Nee, dann stelle ich erstmal kein Heer auf. Es sei denn, es brennt wirklich. Was sind denn unsere Armeen gerade? Wir haben keine einzige Armee. Doch, da oben. Was macht denn der da oben? Adalindes Armee. Aber der will sich wieder Sargot vornehmen. Stelle ich ja trotzdem eine Armee auf, was soll's. Anders geht's ja nicht. Wichtig ist vor allem, dass Sargot nicht fällt. Karik Totauge ist an Altersschwäche gestorben. Hey. Muss ich mir einen neuen Gefährten noch suchen? Trotz haben sie Burg Traktore noch gut. Jetzt wollen sie Burg Usank auch noch holen. Mein Gott. Bleiben die jetzt alle? Also versuchen wir es mal. Erobern die da einfach unsere ganzen Städte und Burgen. Was haben etwa Gleichstand? Ich befürchte nur, dass sie sehr gute Truppen haben. Also versuchen wir es trotzdem mal mit einem defensiven Kampf, aber
bin ich jetzt sehr gespannt. So, wieder sehr viel Kavallerie. Ja, versuchen wir hier den Hügel hier zu nutzen. Servus Chrissy. So. Ah, ist dieser Hügel so scheiße bewaldet. Natürlich so schlecht. Mal wieder die berittenen Bogenschützen. Kavallerie losschicken. Infanterie dahin und dann jetzt die Schützen in breiter Linie aufstellen. Formiert euch, ihr Maden, formiert euch. Bogenschützen nach vorn. Speere nach vorn, Bogenschützen dahinter so oben. Mein Gott, haben die eine Reiterei. Führen bislang gleich. Wir müssen es irgendwie schaffen, dass sie hier langsam weggedrängt werden. Damit ein bisschen mehr Ordnung entsteht. So, jetzt scheint sich ein bisschen hier. Wir versuchen hier Unordnung bei meinen Schützen hier reinzubringen. So, jetzt könnt ihr Schützen besser hier. Haha, das sieht schon besser aus. Der Kämpfer hört sich an, wie mein Magen das mit dem Essen kämpft. Ja, danke Chrissy, dass du mal vorbeischaust. So, Schützen. Ich denke, das wird auch heute die letzte große Schlacht sein.
Ja, dann erstmal gute Besserung, Christine. So, wir haben sogar aufgeholt. Wir haben sogar die überholt bei den Verwundeten, die wir zugefügt haben. Und ich glaube, die Schützen haben langsam keine Bolzen mehr. Beziehungsweise Pfeile. Ich habe ja auch ein paar normale Bogenschützen von den Bartaniern. Naja, ich habe halt am liebsten diese flandrischen Armbrustschützen. Ich denke, es wird Zeit, dass wir in die Offensive gehen. Gott, keinen getroffen, ey. Das ist so unbefriedigend, wenn man durch eine Reihe Soldaten reitet und dann dabei keinen mit der Lanze trifft. Die sind einfach ein bisschen overpowered hier, diese Asserei, Zweier- und Axtkämpfer da. Diese Palastwache, wie die sich da nennt. Boah. Voll im Anritt getroffen. Oh, wir haben schon über 100 mehr als die getötet. Jetzt sieht es doch ganz gut aus. Da stehen da wieder viele Pferde rum. Und jetzt habe ich den nicht getroffen. Nee, der ist doch direkt meiner Lanze entgegengeritten. Oh mein Gott, ey. Hier, die haben einen Haufen Schützen hier am Start. Boah. Ich ziehe mich jetzt mal zurück. Ich muss das meinen Männern überlassen. Ich habe gesehen, die haben ganz gute Schützen da noch in ihren Reihen. Wie sieht's denn aus? Da hat ihr wieder etwas aufgeholt. Ich kusche mich wieder ins Bett, gut Nacht dir. Später bis morgen, hoffe ich. Ja, dann mach das. Gute Nacht. Hey, hey, wie sieht's hier wieder aus?
Boah, ist ja schon fast wieder Gleichstand. Was ist denn der Feind? Da sind die alle. Haben die wieder überholt, mein Gott, scheiße. Was ist denn los mit unseren Truppen los? Vielleicht muss ich sie doch mal wieder anders positionieren. Truppen aufstellen. Alter. Die haben so gute Truppen. Doch irgendwie die Wände schaffen hier. Aber diese Kerntruppe da, oh, die fräst sich da durch wie sonst was. Leck mich am Arsch. Das wird tatsächlich eine Niederlage. Fuck. Na toll. Zu schlechte Truppen am Ende gehabt. Haben die tatsächlich Sargot erobert. Frieden schließen mit dem südlichen Imperium, ja auf jeden Fall. Hoffen, dass sie nochmal rauskommen. Da sind sie wieder. Noch eine etwas größere Armee. Wo ist die andere Armee eigentlich? Oh Gott, diese Adalindis-Armee da oben irgendwo unterwegs, wenn wir hier unten alles verlieren.
So, vielleicht können wir uns den hier mal vornehmen. Dann kämpfen wir noch schnell die Schlacht hier. Ich würde sagen, wir kämpfen nächstes Mal weiter. Also wir haben noch zwei Schlachten vor uns. Erstmal müssen wir den besiegen und dann gucken, dass wir den anderen nochmal eingeholt bekommen. Und dann müssen wir alles wieder zurückerobern. Okay, dann danke ich mal allen, die hier zugesehen haben. Ja, war mal wieder ein Hin und Her. Wir konnten zum Glück ein bisschen was im Norden erobern, aber jetzt gegen die Aserei tun wir uns wirklich immer wieder schwer. Schon zweimal haben wir da ein bisschen Fuß fassen können auf der Aserei quasi Insel oder auf dem Aserei-Kontinent, kann man besser sagen. Aber jedes Mal kommen sie stärker zurück. Das ist echt ein Problem derzeit. Naja, mal gucken, wie sich das nächstes Mal weiterentwickelt. Ich danke all die hier mit dabei waren, wie gesagt, und ja, denkt dran, wann ich streame, steht in der Info im Zeitplan und ihr könnt auch auf meinem Discord-Server kommen. Ja, und wenn ihr da drauf kommt, werdet ihr erstmal nicht viel sehen. Ihr müsst dann von mir manuell oder vielleicht auch einer meiner Admins, wenn sie es machen, kriegt ihr dann einen Rang zugewiesen und dann kann man auch gelegentlich mit mir nicht live ein bisschen sich unterhalten. Wie auch immer, haut rein und ja, bis demnächst und ciao.